Es geht langsam in Richtung Abendstunden hier an der alten Festung und das heißt natürlich wieder startklar machen für die Nacht zum Brassenangeln. Ja, es gibt einen ganz, ganz wilden Spot wohl gerade hier an der alten Festung auf 31,56, frisch im Discord gepostet. Und dein Mama war so frei, hatte da den Discord-Post erstellt und da die ganzen Infos reingeschrieben. Dickes, fettes Dankeschön dafür. Ich teste das gerne mal, bin super gespannt. Gehe hier jetzt rein auf 16 Meter. Wir haben jetzt 20 oder fast 21 Uhr. Und da heißt es natürlich so langsam raus mit der Futtermische, raus mit den Ködern. Denn wir wollen ja startklar sein in der Nacht. Das ist die 1, dann kommt hier die 2, denn wir wollen ja startklar sein in der Nacht, dass hier auch ein bisschen was geht. So, 16 Meter. Ich bin super gespannt, was da geht und vor allem, wie viel hier geht. Und dazu kommt, ich teste hier zum ersten Mal jetzt hier auf Brasse endlich mal wieder mit meiner neuen Skillung. Ich hatte ja jahrelang immer die Inline-Montage und jetzt mit dem letzten Umskillen fürs Nordmeer habe ich jetzt nur noch die essentiellen Sachen geskillt und das ist zum einen eben auch die Schlaufenmontage. So, Schlaufenmontage ausgewählt. Klassischer Futterkorb ist mit drin. Die Hauptschnur ist gerade relativ dick, die ist aber auch gar nicht so wirklich notwendig, denn der Schwerpunkt liegt gleich auf dem Vorfach. Dann kommt hier natürlich, und das ist super essentiell, Brassenfuttermische rein. Also, wenn ihr das nachmachen wollt, Brassenfuttermische herstellen. Absolutes A und O. Was nicht so schwer herzustellen ist, ist Perlgraupenbrei. Das geht relativ schnell. Das schafft man auch ratzfatz im Low-Level-Bereich. Und dann raus damit. Hoppala. So. Und dann raus damit hier. Das Ganze, hoppala, hatten wir auf 16? Ja, auf 16 Meter. Schön weit rauswerfen und die ersten Routen zuppeln schon. Das ist gut. 1-0 Geschwindigkeit können wir ein bisschen erhöhen. Bremse machen wir erstmal schön locker. Wir wissen ja nicht, wie stark die Fische hier so reingehen von dem Setup her. Und die Bremse können wir dann immer noch hochstellen. So. Na, geht auf 12. Auf 12 geht auch noch. Na, das sieht aber schon gut aus hier. Das sieht auch schon nach Gewicht aus. Ich muss sogar schon ein bisschen hinterherlaufen. Erster Klodeckel oder haben wir hier Karpfen? Ne, erste schöne Brasse, 1,8 Kilo, schmeckt. Das sieht doch schon gut aus, so kann das weitergehen. Gute Gewichtsklasse und das hier mit diesem richtig schönen, günstigen Köder. Das ist natürlich super, Perlgraupenbrei, einer der günstigsten Köder. So, auch hier ran damit, langsam die Bremse hoch, in meinem Fall jetzt hier auf 10 ungefähr, vielleicht noch ein bisschen mehr, aber mehr wollen wir auch nicht. So, und es geht weiter. Ja, das ist natürlich top. So soll das. Noch gar nicht viel Futtermische drin und es geht schon sofort gut los. Apropos Futtermische, die muss ich gleich nochmal nachbauen. Es ist die klassische Futtermische für Brasse. Und ich glaube, ich hatte nur noch 17 Bällchen. Bei der Brasse immer dran denken, einfach durchballern. Brassen sind Fressmonster, die ballern sich da alles weg. Das heißt, wir wollen hier natürlich für die Brassen auch immer ordentlich Futter parat haben. So, jetzt machen wir nochmal ein bisschen Schnickschnack, einfach nur für die Optik. Damit es hier gleich ein bisschen hübsch auch aussieht am Spot. So, ja, und dann machen wir mal eben, solange es da zuppelt, eine Ladung Brassenfuttermische. Ich hatte hier schon Variation von der Brasse. Brasse mit Erbsenbrei, extra nochmal kombiniert, extra mehr Anis. Dann gibt es hier nochmal was mit Perlgraupe nochmal extra, also klassische Komponenten. Aber dann nochmal ein bisschen was Sahniges dabei, muss aber alles nicht. Wir nehmen jetzt hier die ganz normale Original-Standard-Brassenmische. Da ist sie. Und die hat auch schon die wichtigsten Komponenten mit drin. Perlgraupe, das ist genau das, was wir gerade wollen. Man kann hier nochmal das Ganze so nachbauen und nochmal was dazu machen, irgendwas Süßliches vielleicht, aber das muss alles nicht. Wir wollen hier auch am besten sparsam unterwegs sein und deswegen legen wir die schon mal hier an. So, zack, 10 von 10 ist natürlich top.
Wodurch kommt 10 von 10? Klar, Futtermische, Skillpunkte investiert. Wer hat das nicht? Essentiell natürlich. 9 von 10 oder 10 von 10. Ich habe keinen Hirsebrei mehr. Macht nichts. Das sollte aber reichen jetzt hier. 60 Bildchen reichen bestimmt hier für eine halbe Stunde. Brassenkloppen. Rotauge dabei. Ja, nicht schlecht. Kann natürlich passieren. Kann natürlich passieren, wenn der Spot noch nicht so richtig viel Futtermische hat. So, und dann läuft das schon. Im Discord-Post war drinne als Idee, beziehungsweise was verwendet wurde, war ein Vorfach, eine Vorfachstärke von nur, also Fluorocarbon, von nur 4,4 Kilo an Tragfähigkeit. Kann man machen, kann man durchaus machen, aber aufpassen, große Brassen-Trophies mit 4 Kilo oder ein bisschen mehr. Also 4,4, 4,5, 4,7 wurde gerade eben noch gefangen. Die ballern da natürlich übelst rein. Ne? Die ziehen euch dann schon ein bisschen. Ich gucke gerade mal eben rein. Genau, im Post war auch die Trophy mit drin oder sogar zwei Trophies innerhalb von wenigen Minuten nacheinander. Beide mit über 4,4 Kilo und da ist sogar noch die dritte mit 4,5. Also drei Trophies innerhalb von 30 Minuten hier an der Stelle. Das schmeckt natürlich richtig. Wenn ihr das Gefühl habt, da geht nicht wirklich viel oder die werden nicht größer, dann ruhig deutlich feiner und kleiner reingehen. Ich bin jetzt hier gerade mit einem Vorfach von 5,4 unterwegs, also ein bisschen entspannter. Aber Brassen sind da auch manchmal ein bisschen scheu. Von daher auch ruhig mal ein bisschen feiner reingehen. Ja, grundsätzlich von den Brassen-Spots, ich verlinke da auch gerne nochmal ein anderes Brassen-Allround-Tutorial-Video sozusagen. Hauen wir einfach nochmal eben rein. Das lohnt sich auch, denn es gibt ja ganz viele Spots hier an der alten Festung, die immer wieder funktionieren auf Brasse und eben auch verschiedenste Köder. Das heißt, wenn ihr Brassen sucht, aktiv unterwegs seid, wo denn ein bisschen was gehen könnte, dann auf jeden Fall auch nochmal das Video reinschauen, das Brassen-Tutorial-Video, was denn alles wichtig ist, um Brassen zu finden. So, und wieder raus damit. Also bisher bin ich schon echt zufrieden. Wenn das so abgeht, dann ist das schon immer ein ganz gutes Zeichen. Wichtig einfach immer diese Brassen hier in dieser Gewichtsklasse, ne? In dieser Färbung. Klar gehen immer zwischendurch auch mal ein paar Beifänge rein oder diese kleineren Brassen. Das ist soweit okay. Aber solange das so hier alles läuft, tipptopp. So darf das gerne weitergehen. So, jetzt machen wir rein dekorativ, machen wir hier auch nochmal eine Leuchte einmal auf die gegenüberliegende Seite. So, dann haben wir hier noch ein schönes Licht an der Seite. Perfekt. Ja, so und so ähnlich kann das jetzt hier natürlich die ganze Zeit oder die ganze Nacht durchgehen. Achtet von der Uhrzeit am besten darauf, dass ihr nicht zu spät an dem Spot seid. 18, 19 Uhr schon mal anfangen, Futtermische reinwerfen. Wie gesagt, konstant könnt ihr auch nachwerfen bzw. Futtermische einfach im Futterkorb drin haben. Da muss man auch gar nicht irgendwie das Ding zwischendurch rausnehmen. Einfach durchballern. Die Brassen vertragen das. Das ist gar kein Problem. Und von der Hakengröße auch 1er Haken ruhig verwenden. Groß reingehen. Wir wollen die großen Brocken haben. Wenn ihr eine durchschnittlich wirklich hohe Frequenz habt von großen Brassen, auch gerne so in Richtung 2 Kilo, vielleicht an einem Tag auch, wenn das dann richtig gut läuft, mal einen Haken mit einem 1-0er testen. Kann auch da schon mal nochmal eher vielleicht eine Trophy bringen, wobei dann dadurch die Frequenz deutlich zurückgeht. Das merkt man dann schlagartig, dass die Frequenz runtergeht. Aber es ist durchaus möglich, dass dann damit auch mal wirklich eine richtig große, vielleicht sogar über 5 Kilo Brasse gefangen wird. Aber ja, es ist natürlich selten. Man muss dann eben unterscheiden, ist man da vielleicht gerade vielleicht eher auf Trophy aus oder will man einfach nur Frequenz haben, Skillpunkte machen im Grundangeln und einfach hier Silberfarm an der alten Festung. Das ist auch schon mal nicht schlecht, wenn man seine Bremse eingestellt hat und dann gehen die doch nochmal so ein bisschen rein und ziehen ein bisschen ab. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und wenn die noch mehr abziehen und vor allem noch länger abziehen, dann ist es durchaus möglich, dass auch da natürlich eine Trophy reingeht. Jetzt gucken wir mal, kommt ein großer Buckel raus, hat sie einen hohen Rücken.
Ja, der Buckel kommt schon. Aber ich glaube, der müsste noch ein bisschen höher sein. Noch ein bisschen steiler, der Buckel. 2 bis 3 Kilo vielleicht. Gucken wir mal eben. Schön gekeschert. 2,6. Na, guck. Ja, die Brassen Trophies gehen halt noch steiler höher. Richtig große. Die Klodeckel sozusagen. Richtig große Dinger. So, aber ich bin super zufrieden schon. Also größentechnisch, Frequenz. Entfernung ist auch angenehm. So auf 16 Meter, das ist wirklich gut. Da muss man nicht immer so weit auswerfen. Das lohnt sich. Also die Dinger können gerne hier reinballern. Tipptopp und weiter geht's. Jo, ich glaube, wir haben alles gesagt zu der Brasse. Jetzt heißt es nur noch rausziehen. Und dann gucken, irgendwann so morgens gegen 9 Uhr ungefähr, ist dann auch irgendwann Ende. Manchmal kommt so gegen 10 Uhr nochmal so eine kleine Phase, wo ein paar reingehen. Aber irgendwann reicht es dann auch. Und dann heißt es natürlich, um den Tag sinnvoll weiterzugestalten, auch tagsüber Fische suchen. Sowas wie zum Beispiel auf Schleie mit Käse, mit Quarkteig. Oder mal einfach mit einem Mistwurm. Auch das einfach mal probieren. Da muss man auch gar nicht weit laufen. Hier vorne, gucken wir mal eben hin, hier an der Stelle absoluter klassischer Spot. Auch hier einfach mal tagsüber testen, ob hier nicht noch ein bisschen was reingeht. Also ihr seht, ihr müsst gar nicht weit laufen. Oder vielleicht tagsüber dann Spinning machen, kann man ja auch hier. So, und weiter geht's. Ja, cooles Ding, macht schon wieder richtig Bock. So soll das sein, einfach so für zwischendurch. Neben den ganzen Meeresangeln auch mal wieder hier schön Plumps angeln. Auf Frequenz auf die kleineren Fische. Immer wieder gut. Muss immer mal wieder sein. Also, Petri Lümmels, zieht raus die Dingers. Dankeschön nochmal fürs Posten ins Discord. Link zum Discord ist unterm Video. Kanal abonnieren hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn es dir gefallen hat. Oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.